Lisa, ich war ja schon unterwegs und plötzlich klang das Taxi wie ein Traktor. Der Auspuff. Und wieso bist du dann hier? Ja, der Wagen musste sofort in die Werkstatt und deshalb hat mir mein Chef freigegeben. Das ist doch mal ein cooler Chef. Mhm. Und dann bist du zufällig Carla über den Weg gelaufen. Genau. Sie hatte anscheinend die gleiche Idee wie Konstantin. Auf eine Extra-Einladung, jetzt komm! Na warte, ich komme! Die beiden haben es gut. Bitte, danke. Schade, dass wir von Lisa nicht offen sein können. Also die beiden Aushilfsköchinnen haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ach, sag mal, weißt du eigentlich, was die Ältere der beiden von dir wollte? Ja, wie gesagt, sie muss mich da mit irgendjemandem verwechselt haben. Hat dir noch niemand ein Stück Kuchen angeboten? Danke, ich habe keinen Hunger. Sag mal, Konstantin, bist du sicher, dass sich dein Gast bei uns wohlfühlt? Ja, ziemlich, oder? Ich muss dir auch was sagen. Lass mich raten. Ich nehme an, wir sehen dich in Zukunft öfter bei uns. Da hast du dir eine wirklich sehr nette junge Dame ausgesucht, mein Lieber. Das weiß ich. Hallo alle zusammen. Hallo. Hallo. Ich komme ungelegen. Ist schon so spät. Und wenn wir unser Pensum heute schaffen wollen? Ihr habt's gehört. Ich habe leider noch einen Termin. Bis später. Tschüss. Tschüss. Glaubst du, dein Vater hat sich eben ehrlich gefreut? Ja, klar. Du hast ihn schwer beeindruckt. Mit deiner Zurückhaltung beim Kuchen. Ich meine es ernst. Ich auch. Ich habe ihn seit Wochen nicht mehr so locker erlebt. Heute sah er eigentlich gar nicht so krank aus. Hm. Ist doch super, dass sich unsere Familien so gut verstehen, hm? Wir haben es eindeutig besser als Romeo und Julia. Und dann ist Susanne auch noch mit deiner Schwester befreundet. Du weißt schon, dass Carla auf Frauen steht. Klar, na und? Nein, nein. Susanne garantiert nicht. Wir Brandner-Frauen küssen lieber Jungs. Sprich endlich mit Lisa. Je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Sie ist doch zurzeit verliebt. Da kann sie uns bestimmt verstehen. Wahrscheinlich. Wie kommt's? Lisa, komm, spiel mit. Das nächste Spiel. Dies hat deine Mutter schon fast gewonnen. Ja, aber noch nicht ganz. Ich guck lieber zu. Ist auch besser so. So verknallt wie du bist, hast du eh kein Glück hier beim Spiel. Stimmt wahrscheinlich. Hast du es schon erzählt? Konstantin hat seinem Vater heute gesagt, dass wir zusammen sind. So richtig offiziell? Aber verlobt seid ihr noch nicht, oder? Blöd, Mann. Sag mal, ist Carla eigentlich in dich verliebt? Wie kommst du denn darauf? Na, sie ist doch lesbisch. Das hat doch nichts mit uns beiden zu tun. Ja. Besten Dank, du hättest mich schmeißen können. Ich sag ja, ich gewinne. Pech im Spiel. Dafür funkt's bestimmt bald in der Liebe. Ich mal sehen? Halt still, ich bin noch nicht fertig. Sei froh, dass ich dich überhaupt zeichne. Ich weiß, du zeichnest nicht jeden. Genau. Also, schön stillhalten und an Lisa denken. Glaubst du, ihr gefällt das Bild? Wenn du endlich mal ruhig sitzen bleiben würdest. Ja. Und wie gefällt dir Lisa? Ja, wenn sie 10 Jahre älter wäre. Ja. Es tut mir leid, aber sie steht eindeutig auf Jungs. Darf man dir denn auch gratulieren? Wozu? Zu Susanne. Da läuft doch was zwischen euch, oder? Mann, du schuldest mir noch eine Antwort. Außerdem, mir kannst du es doch erzählen. Läuft da was zwischen Susanne und dir oder nicht? Kann es sein, dass du für dein Alter ziemlich neugierig bist? Ich nehme nur am Leben unserer Familie teil. Ja,
ein bisschen sehr für meinen Geschmack. Du musst nicht mal was sagen, sondern nur nicken. Ja, das hättest du wohl gern, was? Ich geh schon. Brandner? Hallo, Carla. Wie, mein Handy ist aus? Dann hätte ich ja fast einen Anruf verpasst. Ich vermisse dich auch schon wieder. Ja, das klingt gut. Ich freue mich. Bis später. Worauf freust du dich? Auf den Tag, an dem meine Tochter nicht mal meine Telefonate belauscht. Hast du einen Lover? Nein. Gib's zu, wie heißt er? Die Pizzen müssen in die Tiefkühltruhe. Hat Susanne sich wieder verliebt? Lisa, ich weiß nicht, was das... Und wenn? Geht es dich nichts an, okay? Das sehe ich anders. Ach ja? Wie war das nochmal, als du mit Konstantin zusammengekommen bist? Ihr wart ja sowas von ehrlich, besonders zu mir. Ich glaube, mein Wagen ist fertig. Ich hole den dann mal aus der Werkstatt. Die stellt sich vielleicht an. Schlimmer als ein Teenie. Anne, sind eigentlich alle Frauen so? Wenn sie etwas wissen wollen, nerven sie einen so lange, bis sie es herausgefunden haben. Und dann nennen sie es weibliche Intuition. Und meine männliche Intuition sagt mir, dass Susanne wegen Carla so gut drauf ist. Hast du keine Angst, dass das Personal uns stört? Die haben schon Feierabend. Wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder in meinem einsamen Taxi sitze. Und ich 2 Meetings in der Holding habe. Aber da fahren wir noch eine ganze Nacht für uns alleine. Wenn deine Tochter nicht wieder im 5-Minuten-Takt anruft, dann wissen wir, bei wem du schläfst. Du solltest es ihr endlich sagen. Ja, aber in Ruhe. Unter 4 Augen. Wunder dich nicht, wenn Konstantin dir zuvorkommt. Du hast es ihm gesagt? Das war gar nicht nötig. Er ist von selbst drauf gekommen. Konstantin. Hey. Können wir dich kurz stören? Susanne würde gerne was mit dir besprechen. Time for one, was gibt's denn? Hallo. Also, naja, Carla hat mir erzählt, du wüsstest, dass wir beiden... Dass ihr zusammen seid? Ja. Ist ja nicht zu übersehen. Na, jedenfalls, Lisa ahnt auch schon was. Zumindest, dass ich verliebt bin. Ich habe ihr nur noch nicht gesagt, in wen. Und mit dir darüber zu sprechen, das fällt mir schwer. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und Lisa ist so sensibel. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und deswegen würde ich gerne die passende Gelegenheit abwarten. Und ich soll so lange meinen Mund halten, ja? Bitte. Okay. Hey. Hey. Das war bestimmt deine persönliche Bestzeit von Königsbrunn hierher. Ich wollte einfach mit dir alleine sein. Fragt sich nur, wie lange noch. Kann sein, dass meine Mutter jeden Moment nach Hause kommt. Die ist zurzeit echt komisch drauf. Entweder sie ist mega gut gelaunt oder hat die Oberkrise. Und wenn sie telefoniert, kichert sie wie eine 10-Jährige. So habe ich sie noch nie erlebt. Wahrscheinlich ist sie wieder verliebt. Mhm. Ich habe sie gestern gefragt, aber man bekommt nichts aus ihr raus. Hoffentlich ist wieder so ein Typ wie Jens. Der war echt klasse. Oder wie mein Vater. Das ist natürlich der coolste. Es würde dich freuen, wenn Susanne und Alex wieder zusammenkommen? Klar. Aber ich schätze eher mal, dass sie mit einem neuen Typen antanzt. Mhm. Irgendwie bescheuert, dass sie so ein Geheimnis draus macht, oder? Ja, schon. Also... Versprich mir, dass das zwischen uns nie so sein wird. Wir sagen uns immer alles, egal um was es geht, okay? Das ist doch das Wichtigste in einer Beziehung. Ja, klar. Komm, wir gehen hoch. Carla, würdest du mir bitte das Wasser reichen? Aber sehr gerne, Ansgar. Danke. Konstantin hat das nicht Zeit bis nach dem Essen. Entschuldige. Und, möchtest du vielleicht auch noch etwas Wasser, Schwesterchen? Oh, wie aufmerksam von dir, Bruderherz. Danke, Ansgar. Bevor ihr euch endgültig mit eurer Höflichkeit penetriert, wisst ihr eigentlich, ob Nico schon von ihrem Ausflug zurück ist? Keine Ahnung. Ich möchte nämlich, dass endlich eine Entscheidung darüber herbeigeführt wird, wer der neue Geschäftsführer der Holding wird. Und wie ihr wisst, möchte ich, dass dies mittels einer Wahl geschieht.
Nico und du, Konstantin, sollten sich die Entscheidung gut überlegen. Denn ich werde keine Pattsituation akzeptieren. Klar, Vorstand wählen mache ich ja jeden Tag. Konstantin, wir hatten doch darüber gesprochen. Ja, ich weiß. Was machst du da? Ich habe mir einen Andi-Schuss gemacht. Das tut mir leid. Dann bist du auch sicher nicht in der Laune, mir eine Bitte zu erfüllen. Kommt drauf an. Worum geht's denn? Es geht um die Wahl. Ich glaube, Ansgar hat Konstantin überredet, ihm seine Stimme zu geben. Ja, sieht Ansgar ähnlich. Was habe ich damit zu tun? Vielleicht redest du noch mal mit ihm. Mit Ansgar? Der hört nicht auf mich, das weißt du. Nein, mit Konstantin. Wieso? Vielleicht kannst du ihn davor bewahren, einen riesengroßen Fehler zu begehen. Ich soll ihn also überreden, dass er seine Stimme nicht Ansgar gibt. Das wäre in unser aller Interesse, ja. Ansgar lässt keine linke Nummer aus. Er manipuliert Konstantin, wo er nur kann. Ich werde mich nicht so einfach kampflos ergeben. Das siehst du doch auch so. Nico. Hä? Ach, du denkst an Andi, hm? Es ist schon okay. Und ich rede nur von dieser unseligen Wahl. Es tut mir leid. Ach, Quatsch, das ist doch auch wichtig. Nein, wenn ich nicht aufpasse, werde ich noch selbst wie Ansgar. Ach, Quatsch. Pass auf, ich rede mit Konstantin, okay? Nein, vergiss es. Vergiss bitte, dass ich dich überhaupt gefragt habe, ja? Sicher. Ja, ganz sicher. Och. Hast du schlecht geschlafen? Mhm. Ja, ich habe auch die halbe Nacht über diese dämliche Wahl nachgedacht. Ich weiß immer noch nicht, wen ich wählen soll. Ich glaube, ich wähle mich selbst. Du als Leiterin der Holding? Coole Idee. Ich bin dabei. Ich glaube, Carla kann das besser. Oder Ansgar. Ja, klar, dass er das behauptet. Er will dich beeinflussen. Klingt, als hättest du mit Carla geredet. So kann man das nicht sagen. Nico. Ja, okay, sie hat mit mir geredet, aber sie hat mich nicht geschickt. Na toll. Verrätst du mir jetzt endlich, was mit dir los ist? Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Jetzt will Johannes auch noch, dass wir Kinder den Nachfolger der Holding bestimmen. Warum das? Will er abtreten? Nein, das ist alles ganz harmlos. Johannes will einfach ein bisschen kürzer treten. Aha, und jetzt sammeln Ansgar und Carla eifrig Punkte. Ja, mit Konstantin habe ich mich deswegen auch schon gestritten. Also, es geht um die Holding. Alle zerren an mir rum, sogar Nico fängt jetzt schon an. Ihr habt doch gar keine Ahnung von so einer Holding. Ich glaube, ich habe eine Idee. Tschüss. Wegen vorhin. Es tut mir leid. Am besten wir vergessen die Sache. Ich habe nämlich eine Idee. Na? Ich enthalte mich der Stimme. Ich kann doch sowieso nicht beurteilen, wer besser ist für die Firma. Genauso wenig wie ich. Das heißt, du enthältst dich auch? Moment mal, habe ich das richtig gehört? Ihr plant einen Wahlboykott? Ja, na und? Ihr wisst schon, wie wichtig die Sache Vater ist. Na und? Eine Enthaltung ist doch auch eine Entscheidung. Ach, jetzt komm schon, Konstantin, das ist doch Haarspalterei. Ihr wisst ganz genau, wie Vater seine Bitte gemeint hat. Also tut ihm bitte den Gefallen. Gerade jetzt. Ansgar hat recht. Wenn wir keinen Konsens finden, dann muss Vater einen Geschäftsführer von außen holen. Vielleicht wäre das ja nicht die schlechteste Lösung. Hör zu, ich weiß, wie wichtig das ganze Vater ist und wie wichtig es ihm ist, dass wir gemeinsam entscheiden, als Familie. Damit ihr eure Entscheidung unbeeinflusst treffen könnt, werden wir eine geheime Wahl vornehmen. Glaubst du wirklich, dass das nötig ist? Würdet ihr bitte also den Namen eures Kandidaten auf diesen Zettel schreiben? Ich bin mir im Klaren darüber, was für eine schwierige Entscheidung ich euch abverlange. Dennoch würde ich mir wünschen, wir würden einen Konsens für meine Nachfolge finden.
Also. Carla? Ansgar. Carla? Und? Jetzt mach's nicht so spannend. Carla! Ich bin also eindeutig gewählt. Ja. Endlich haben wir einen Nachfolger. Danke. Danke wofür? Für dein Vertrauen. Und dafür, dass du deine Wahl im Interesse der Holding getroffen hast. Ich verstehe das nicht. Ich verspreche euch, ich werde die Holding nach bestem Wissen und Gewissen weiterführen. Sorry, aber da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich habe gar nicht für dich gestimmt. Wie bitte? Ich war für Ansgar. Soll das etwa heißen? Du hast für Carla gestimmt? Ja, wundert euch das etwa? Gut, dass endlich eine Entscheidung gefallen ist. Obwohl es mir lieber gewesen wäre, ihr hättet euch die Leitung geteilt. Aber du traust es mir doch zu, oder? Natürlich traue ich dir das zu, Carla. Und Ansgar offensichtlich auch. Entschuldigt mich bitte, ich bin ein bisschen abgespannt. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. Natürlich hat Carla nicht meine fachlichen Kompetenzen. Trotzdem willst du sie? Mit einem Part wäre Vater nicht einverstanden gewesen. Dann hättet ihr euch eben einigen müssen. Du weißt doch, was Carla von mir hält. Sie hätte einem Kompromiss nie zugestimmt und dann hätte Vater die Holding treuhänderisch verwalten lassen. Und deswegen hast du freiwillig auf den Posten verzichtet. Weißt du, das Wichtigste ist, dass wir als Familie zusammenhalten. Das sind wir Vater schuldig. Es ist doch egal, was er vorhat. Hauptsache, er schadet uns nicht. Ansgar führt irgendwas im Schilde. Über kurz oder lang würde er uns damit schaden. Der Firma und der Familie. Sei mir bitte nicht böse, aber ich kann jetzt nicht mehr. Ich gehe ins Bett. Was ist noch wegen Andi? Ja, auch. Schlaf gut. Nacht. Sie fotografieren ausschließlich Menschen? Nicht ausschließlich. Aber Menschen sind doch immer das Interessanteste, finden Sie nicht? Ja, natürlich. Ja, wenn das so ist. Nun besitze ich leider keine Galerie mehr, aber ich würde trotzdem gerne eine Auswahl Ihrer Bilder präsentieren. Hier? Im Stall? Wenn Ihnen dieses Ambiente nicht so profan ist. Im Gegenteil. Das wäre wunderbar. Dann lasse ich Ihnen die Mappe gleich hier. Gut. Jetzt muss ich aber wirklich schnell in der Küche vorbeischauen. Sie sind mir nicht böse. Aber nein. Und danke, dass Sie mir so viel Zeit gewidmet haben. Das war purer Egoismus. Darf ich Ihnen Angelo noch etwas zu trinken bringen? Nein, danke. Ich muss auch weg. Gut, dann würde ich sagen, bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Schneider, Sie machen endlich wieder eine Ausstellung? Ja, und ich bin überzeugt, diese Bilder haben es verdient. Hallo. Ich dachte, Sie wären schon längst nicht mehr in Düsseldorf. Ach, Sie erinnern sich nicht mehr an mich. Ich bin die Tramperin von der Landstraße. Wie geht es deinem Fahrrad? Dem geht's ganz gut. Das haben wir am nächsten Tag wieder abholen lassen. Aber dein Freund? Ich habe Schluss gemacht. Dann war das nicht mehr zu ändern. Es war die richtige Entscheidung und Sie haben mir sehr dabei geholfen. Wollen wir uns nicht setzen? Oder haben Sie gar keine Zeit? Das kann man nicht so sagen. Aber Sie sind doch sicher verabredet. Ja, aber nur mit meinem Vater. Mit Ihrem Vater? Ja, aber das macht gar nichts. Er würde Sie sicherlich gerne kennenlernen. Bleiben Sie doch mir zuliebe. Glauben Sie denn, ich habe das Richtige getan?
Wenn man sich in der Liebe nicht mehr sicher ist, sollte man die Finger davon lassen. Ja, Sie haben recht, aber ich weiß einfach nicht, ob ich es ohne Andi aushalte. Du bist doch noch so jung. Ja, aber ich vermisse ihn so. Aber hier gibt es doch so viele gut aussehende Männer. Ja, aber die sind alle nicht so mein Typ. Und draußen gibt's noch viel mehr. Störch? Ach, Johannes, da bist du ja endlich. Ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Ich denke, das ist nicht nötig. Das heißt, ihr kennt euch? Von dem 30. Geburtstag deiner Schwester Carla. Da ist meine Enkelin Max als Köchin kurzfristig eingesprungen. Ach, echt? Ja, richtig. Die Enkelin hatte ich fast vergessen. Ja, dann müssen wir jetzt unbedingt zusammen frühstücken. Vielleicht ein andermal. Ich möchte in keinem Fall ein familiäres Treffen stören. Ach Quatsch, Sie bleiben. Sag doch auch mal was. Danke, das wäre dann alles. Also zweimal das italienische Frühstück und ein Wasser. Gute Wahl. Und Sie wollen wirklich nicht mit uns frühstücken? Nein, wirklich nicht. Schade. Johannes hätte Sie bestimmt auch gerne näher kennengelernt. Lassen Sie sich von mir bitte nicht auf. Ich verschwinde mal kurz. So lange sind Sie doch noch da, oder? Das haben Sie ja fein eingefädelt. Glaube mir, es war reiner Zufall. Ich war doch wohl deutlich genug. Sie interessieren mich nicht. Also lassen Sie gefälligst meine Tochter in Ruhe. Johannes, bitte, gib mir eine Minute. Sie haben ein halbes Leben lang Zeit gehabt, mit mir zu sprechen. Wenn Sie es nur gewollt hätten. Es gibt da einige Dinge, die ich dir erklären muss. Was erwarten Sie eigentlich von mir? Absolution. Die kann ich Ihnen nicht geben. Mutter. Meinst du, das gefällt, Lisa? Ja klar, warum nicht? Jetzt habe ich aber immer noch nichts für mich. Vielleicht doch. Tut mir leid, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Oh nee, das ist ja dieses sündhaft teure Teil. Was hat dir so gut gestanden? Oh, danke, danke, danke. Die Leute gucken schon. Ach, ist doch egal. Ich bin verliebt. Jeder kann das sehen. Und was ist mit Lisa? Ich sag's ihr. Wirklich? Ja, ich weiß, nicht vor Lisa. Oh, hier hat doch jemand gebacken. Hallo. Hi. Hallo. Für Elisabeth. Und natürlich für alle Verliebten dieser Welt. Warst du das? Sehe ich so aus? Nein, der ist von Lisa. Aber ich rate euch, Finger weg, solange Elisabeth noch nicht da ist. Ja. Da müssen wir uns wohl noch gedulden. Wie schade. Lisa mag Elisabeth sehr, nicht? Sie ist ein Familienmensch und sehr anhänglich. Kommt sie eigentlich inzwischen besser mit der Trennung von deinem Ex klar? Sie hat es einigermaßen verkraftet. Ich meine, sie weiß ja, was er alles verbockt hat. Trotzdem bleibt er ihr Vater. Ja, da hat es wohl jede neue Beziehung schwer. Unsere wäre auch gewöhnungsbedürftig. Ich meine, welche Mutter verliebt sich schon in eine Frau? Trotzdem, du solltest sie endlich einweihen, sonst erfährt sie es noch über Dritte. Ja, das werde ich ja auch. Ich habe Angst. Wer weiß, wie sie reagiert. Es geht nichts über Ehrlichkeit. Ich muss da durch, ich weiß. Ja. Am besten heute. So, Charlie, ich danke dir. Vielleicht da hin, den Koffer. Dann, hallo. Hallo. Na? Hattest du einen guten Flug? Ja, hatte ich. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo, ihr zwei. Tag, Frau Wanda. Hi. Konstantin, Paul. Ach, Frau von Lahnstein, mein Gott, das ist ja nicht das Empfangskomitee. Es gibt doch gleich was zu essen. Oh, das kann ich ziemlich gut gebrauchen. Charlie, du bleibst doch noch, oder? Ja, gerne. Ja, sehr schön. Ich helfe dir. Danke. Wo ist denn Arno? Der kommt später. Er hat einen Termin. Ich habe
Setzt euch doch schon mal. Ja. Hörst du mir? Ja. Lisa, bitte. Oh, sogar einen Kuchen habt ihr gebacken. Das ist aber nett. Das war Lisa. Kaffee kommt sofort. War deine Reise denn erfolgreich? Ja, die war sehr erfolgreich. Ich habe eine sehr interessante Produktionsstätte gefunden. Oh, es freut mich, dass alles so gut anläuft. Mhm. Super. Möchte jemand was anderes als Kaffee? Nö. Nee. Soll ich anschneiden? Mhm. Oh, ich gehe schon. Vielleicht ist das ja Papa. Brandner? Hallo. Fangt schon ohne mich an. Nein, Alex. Jetzt hör mir doch mal zu. Das hat doch alles keinen Zweck mehr. Ich will die Scheidung. Ja, ich habe eine neue Beziehung. Ich soll dich schön von Alex grüßen. Danke, ihr habt ja ganz schön lange telefoniert. Wir hatten was Wichtiges zu besprechen. Was denn? Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Du hast jemanden kennengelernt, nicht wahr? Du weißt es? Ich habe da zufällig was aufgeschnappt. War keine Absicht. Aber es interessiert mich natürlich und ich finde, es geht mich auch was an. Du hast völlig recht. Also habt ihr mal einen Lappen? Oh nee, die schöne Bluse. Ja, ja. Danke. Hallo. Hallo. Hallo, Arno. Großer Bahnhof. Für mich? Jetzt ist gerade nicht der richtige Moment, ja? Guten Tag, Arno. Guten Tag. Wie geht's? Bestens. Schön. Ja, du willst mich wahrscheinlich fragen, wie meine Reise war? Ja, natürlich. Später. Tja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich bring dich zur Tür. Musst du nicht ohnehin gleich zur Arbeit? Oh Mist, ich bin schon wieder zu spät. Hast du heute Abend Zeit? Dann reden wir in Ruhe, ja? Tschüss. Bis dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Die Stimmung da drin stresst mich voll. Das ist wie bei Susanne und Alex am Ende. Die raufen sich schon wieder zusammen. Das habe ich bei Papa und Susanne auch gedacht. Und jetzt hat sie einen neuen. Findest du das schlimm? Ich glaube, ich bin einfach nur gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was du sagst. Wieso? Kennst du etwa Susannes neuen Freund? Nein. Carla ist Susannes beste Freundin. Hat sie dir irgendwas gesagt? Nein. Konstantin, wir haben uns versprochen, immer die Wahrheit zu sagen, oder? Also, wer ist es? Aber ich merke doch, dass du was weißt. Ich hätte es dir schon längst sagen sollen, aber... Bitte, mit wem ist meine Mutter zusammen? Ich habe Susanne versprochen, es dir nicht zu sagen. Du hast... Warum? Wie kann sie das von dir verlangen? Sie wollte es dir selbst sagen, aber ich habe einfach keinen Bock mehr, dich anzulügen. Wer ist es denn? Susanne macht doch nicht umsonst einen Aufstand. Deine Mutter... und... Carla sind ein Paar. Ich glaub das einfach nicht. Meine Mutter ist keine Lesbe. Ich weiß, das ist erstmal komisch, aber... Du musst da was falsch verstanden haben. Sie war doch mit meinem Vater zusammen. Und dann mit Jens. Es ist aber so. Also ich habe damit auch kein Problem. Wenn die beiden glücklich sind... Lisa! Hast du nicht was vergessen? Was denn? Das zum Beispiel. Ich bin extrem stolz, Ihre Werke präsentieren zu dürfen. Nur, ja, die Kunstwelt rätselt ja seit Jahren, warum der Künstler die Öffentlichkeit scheut. Ich habe meine Gründe.
Vielleicht verraten Sie wenigstens mir, warum Sie den Namen eines Mannes gewählt haben. Henry Küster war mein dritter Ehemann. Er hat mich zur Fotografie gebracht und deshalb nehme ich seinen Namen als Pseudonym. Eine Hommage an den Mann, den Sie lieben. Ja, aber ich habe jeden meiner neuen Ehemänner geliebt. Ihr Publikum wäre hingerissen, würden Sie dieses Geheimnis lüften. Es wäre die Sensation. Ich bitte Sie, behalten Sie es für sich. Ich hasse jeden Rummel um meine Person. Ja, ja, natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Aber wie konnten Sie das so lange geheim halten? Nur die jeweiligen Galeristen wussten davon. Und jetzt wissen Sie es auch. Ah, nun wird mir einiges klar. Dieses Bild hier zum Beispiel strahlt so viel weibliche Intuition aus. Und ich dachte, es ist ein echter Henry Küster. Oh ja, das wollte ich auch gar nicht bezweifeln. Sie. Aber bei der Interpretation meiner Bilder werde ich manchmal bösartig. Es handelt sich um mein Lieblingsbild. Eine solche Aufnahme wird mir nie wieder gelingen. Tatsächlich? Es ist unverkäuflich. Ach, und ich dachte, Sie wollten verkaufen. Keine Angst, das ist das Einzige. Ich glaube, du begreifst immer noch nicht. Ich habe nichts gegen Geld. Ich bin Geschäftsmann. Nur die Art und Weise, wie es verdient wird, die ist mir nicht unwichtig. Du hast behauptet, ihr Geld zu investieren. Das hat sie verletzt. Ja, und dann nutzt du natürlich die erste Gelegenheit, hinter meinem Rücken mit ihr Geschäfte abzuschließen. Hast du überhaupt keine Skrupel? Geld aus Prostitution? Ach no, ich will Jana helfen. Im Gegensatz zu dir mit deinen albernen Skrupeln. Ja, indem du ihr Flausen in den Kopf setzt. Stille Teilhaberin für Giveaways in Mädchenzeitschriften. Ich glaube... Hallo. Paul hat mich überredet, heute ein großes Familienessen zu kochen. Ich hoffe, ihr habt heute Abend nichts vor. Okay, das war wohl keine gute Idee. Seit wann wisst ihr, dass Susanne mit Carla zusammen ist? Ich will das jetzt wissen. Lisa, das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Lisa, ich glaube, ich muss was erklären. Du hast mein Klopfen nicht gehört. Es tut mir leid, dass du es nicht von mir erfahren hast. Ich wollte dir schon lange... Warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Weil ich nicht wusste, wie ich sagen soll. Zum Beispiel, Lisa, ich bin lesbisch. Das sagt sich so einfach. Ich war doch auch die ganze Zeit völlig neben mir. Das habe ich gemerkt. Entschuldige bitte. Ich war nicht fair zu dir. Ich habe dich nicht angelogen. Ich habe dir nur was verschwiegen. Es ist doch dasselbe. Du hast auch Geheimnisse. Ein ganzes Buch voll. Das kannst du nicht vergleichen. Doch, das ist genau dasselbe. Und ich glaube auch, du hast ein ganz anderes Problem. Ach ja? Vielleicht kommst du einfach nicht damit klar, dass deine Mutter eine Lesbe ist. Johannes. Charles. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Aber Ihren beiden Einladungen konnte ich einfach nicht widerstehen. Ah ja. Danke, dass Sie auch an mich gedacht haben, Frau Schneider. Keine Ursache, Frau Dr. Bentham. Wir sind etwas früher gekommen, weil ich die Chance nutzen wollte, die Bilder in Ruhe anzuschauen. Gute Idee. Und ein Geheimnis kann ich Ihnen schon verraten. Und das wäre? Ich habe den Künstler Henry Küster persönlich kennengelernt. Wie haben Sie denn das geschafft? Ja, das ist ein Geheimnis. Entschuldige bitte, ich denke die ganze Zeit an Lisa.
Die ist jetzt bestimmt völlig verwirrt. Weiß sie, dass du hier bist? Sie ist jetzt bestimmt bei Carla. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Dabei mag ich Carla und fand es immer aufregend und cool, dass ihr Frauen steht. Aber es war komisch, als sich die beiden geküsst haben. Klar wäre es besser gewesen, Lisa hätte es von mir erfahren, aber bin ich selbst dran schuld. Ich war zu feige. Ja, du wolltest den richtigen Zeitpunkt abwarten und den gibt es nicht. Ja. Lisa ist mit Recht wütend. Ich habe ihr wieder mal was verheimlicht. Hat Susanne uns schon die ganze Zeit was vorgemacht? Stand sie vielleicht schon immer auf Frauen und Papa hatte gar keine Chance? Ich verstehe das alles nicht. Wahrscheinlich hat Konstantin recht. Ich habe echt ein Problem damit, dass Susanne lesbisch ist. So ist es mir eine Herzensangelegenheit und eine große Ehre, Ihnen arbeitendes als eigenwillig und grandios geltenden Künstlers Henry Küster präsentieren zu dürfen. Die Vernissage ist eröffnet. Okay. Das wird ein sehr erfolgreicher Abend für uns beide und das habe ich Ihnen zu verdanken. Daran haben Sie aber einen großen Anteil. Sie verstehen wirklich etwas von Ausstellungen. Das Interesse an Ihren Bildern ist wirklich sehr groß. Sie meinen an den Arbeiten von Henry Küster? Oh ja, natürlich. Von mir erfährt niemand etwas. Ich bin verschwiegen wie ein Schweizer Nummernkonto. All meine Freunde wissen das zu schätzen. Und was Ihr Lieblingsbild angeht, da war tatsächlich vorhin schon jemand da, dem es genauso gut gefällt wie Ihnen. So? Das freut mich aber. Ja, und Ihre Freude wird noch größer sein, wenn Sie erfahren, wer derjenige ist. Wie lange wollen Sie mich noch auf die Folter spannen? Ich glaube, er würde jeden Preis akzeptieren. Ich bleibe dabei. Das Bild ist unverkäuflich. Nicht mal als Abzug. Wer ist es denn? Zeigen Sie mir ihn. Wenn Sie partout nicht verkaufen möchten. Trotzdem. Er ist nicht mehr da, es ist Graf Lahnstein. Gefällt es dir? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Warte! Spionieren Sie mir jetzt schon hinterher? Nein. Was wollen Sie denn hier? Ich interessiere mich auch für die Ausstellung. Merkwürdig, dass Sie das gerade heute unter Beweis stellen müssen. Hör doch mit diesem blöden Gesieze auf. Ich verbitte mir diesen Ton, Frau Baxter. Du bist zwar mein Sohn. Und wenn du es durchaus mit dem französischen Adel halten willst, bitte sehr, darf ich Sie anlässlich des neuen Sies zu einem Glas Sekt einladen? Nein. Danke. Guten Tag. Sie habe ich schon länger erwartet. Guten Tag. Sie haben mich erwartet? Ja, Sie sind doch die Köchin von unserem letzten Geburtstagsfest. Ja, das auch. Ja, Sie und Ihre Kollegin bekommen noch Lohn von mir. Sagen Sie mir lieber, wo ich Johannes finde. Sie meinen den Grafen Lahnstein? Ja, genau. Ja, es tut mir leid. Er hat mir ausdrücklich gesagt, dass er unter keinen Umständen gestört werden möchte. Ich möchte ihn auch nicht stören. Ich möchte ihm etwas geben. Wie gesagt, Frau... Baxter. Mimi Baxter. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Hallo zusammen. Hallo. Ich nehme ein Wasser. Wie war es im Schneiders? Bestens. Einen Großteil meiner Arbeiten kann ich tatsächlich verkaufen. Ah, oh, das freut mich aber sehr für dich. Und außerdem hatte ich eine sehr interessante Begegnung. Ach ja? Ja. Herr Graf? Frau Kepler, hatte ich Sie nicht ausdrücklich darum gebeten, nicht gestört zu werden? Es tut mir leid, aber... Das ist soeben für Sie abgegeben worden. Ohne Absender. Das ist ja eine Überraschung.
Da steckt eine Nachricht für Sie drin. Ich bin so froh, dass ich auf dich gehört habe. Ohne deine Beharrlichkeit wäre ich nicht mehr zu Johannes gegangen. Er und ich, wir sind auf einem guten Weg. Das ist von der alten Dame, die auch auf Carlas Geburtstag war. Ja. Verzeihen Sie, ich möchte nicht indiskret sein, aber was haben Sie gegen diese Frau? Nichts. Sie ist mir egal. Aber Sie stimmen mir gewiss zu. Ihre Mutter hat ein gutes Auge. Klar, Ansgar ist zurzeit auffällig nett. Bloß wie lange noch? Warum genießt du es nicht einfach, solange es anhält? Weil er irgendwas im Schilde führt. Ich habe ausdrücklich darum gebeten, nicht gestört zu werden. Was ist denn... Ach, hallo, ihr zwei. Willst du nicht einen Kaffee mit uns trinken? Tut mir leid, ich habe keine Zeit, Nico. Vater, ganz kurz. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass die Sache mit Bernds Abfindung jetzt endlich geregelt ist. Ach, dann hast du endlich deine Ruhe. Ja. Die Scheidung kann so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Ja, das war es mir wirklich wert. Ich will mich im Augenblick wirklich auf anderes konzentrieren. Das kann ich mir denken. Grüß Susanne von mir. Mach ich. Du zahlst Bernd Geld, damit er dich in Ruhe lässt? Was war das denn? Schmeißt du einen Stein ans Fenster? Wieso macht er das? Ich finde, es ist eine ganz süße Idee. Glaubst du ihm nicht? Spielt das irgendeine Rolle? Für Andi offenbar schon. Es ist aus. Er soll mich in Ruhe lassen. Oder muss ich ihm etwa auch eine Abfindung zahlen? Sie sind doch hier. Was gibt's denn noch, Frau Kepler? Ich wollte nur fragen, ob ich noch etwas für Sie tun kann. Nein, ich bitte Sie, machen Sie Schluss für heute. Finden Sie das Foto wirklich gut? Mhm. Auf diese feinen Details würde man gar nicht so achten, wenn Ihre Mutter sie nicht exakt so aufgenommen hätte. Man muss schon sehr sensibel sein, damit einem solch ein Foto gelingt. Zumindest ist sie eine wirklich außergewöhnliche Frau. Bitte sehr. Danke sehr. Danke, Angela. Bitte schön. Johannes, da Sie gerade hier sind, Sie erinnern sich an das Bild, das Ihnen so gut gefallen hat. Ja. Es ist nicht mehr in der Ausstellung. Ich begreife es zwar nicht, aber der Künstler hat es zurückgezogen. So sind sie nun mal, diese Künstler. Unberechenbar. Oh, das ist Ansgar. Sie entschuldigen uns. Ja, natürlich. Tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Hauptsache, du bist da. Dann können wir anfangen. Wie schön, dass du es noch geschafft hast. Das lässt mir doch nicht entgehen, Schwester. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Vermutlich ist es schon zu Ihnen durchgedrungen, dass ich mich aus der Leitung der Holding zurückziehen werde. Umso mehr freut es mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die Führung der Holding auch weiterhin in den Händen der Familie bleiben wird. Meine Kinder und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass von heute an meine Tochter Carla die Geschicke des Unternehmens leiten wird. Und darauf bitte ich Sie, mit mir anzustoßen. Auf Carla! Ich wäre gern der Erste, der mit dir anstößt, Schwester. Ach, Bruderherz. Respekt. Wofür? So viel Kontenance hätte ich dir in dieser Situation nicht zugetraut. Ja, ich weiß.
Alles Gute, Carla. Ich bin sehr stolz auf dich. Charlie, was gibt es denn so Dringendes? Sie haben sich so geheimnisvoll am Telefon angehört. Lieber, ich wollte mit Ihnen über Frau Dr. Bentham sprechen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Johannes, es geht um Ihren Schwächeanfall. Oh, da kann ich Sie beruhigen. Es geht mir inzwischen viel besser. Ich habe einem Alternativmediziner von Ihrem Fall erzählt. Dr. Weiß hat einen ausgezeichneten Ruf. Vielleicht reden Sie wenigstens mal mit ihm. Charlie, Ihre Sorge rührt mich. Aber meine Entscheidung bei Frau Dr. Bentham... Er kennt auch Frau Dr. Bentham. Johannes, wussten Sie, dass Amelie in einen Skandal verwickelt war? Oh. Na, Schwesterchen? Ärger? Die denken, die können mich hier über den Tisch ziehen. Tja, es ist nicht leicht, an der Spitze zu stehen. Was willst du? Ich hab zu tun. Ich wollte eigentlich nur mal sehen, wie du dich so schlägst. Spar dir deine Heuchelei. Carla, das ist wirklich ungerecht. Vergiss nicht, immerhin habe ich für dich gestimmt. Ich frage mich immer noch, warum du das eigentlich getan hast. Ja, aber das ist doch einfach. Weil du natürlich die Beste bist, um die Holding zu führen. Denk an mein Motto, alles für die Familie. Ach, Vater möchte, dass wir uns heute Abend zu einem Familienessen auf dem Schloss treffen. Ja, ist gut, ich sehe zu, dass ich rechtzeitig fertig bin. Dummerweise müssen... diese Verträge bis morgen durchgearbeitet werden. Da sitze ich die ganze Nacht dran. Ich würde dir natürlich gerne helfen, aber wenn du das durchsiehst, wirst du merken, dass das Dinge sind, die nur der Chef persönlich machen kann und der bist nun mal du. Naja, du schaffst das schon. Hm? Ach, ich hab's vergessen. Schönen Abend. Schade, dass Carla beim Essen nicht dabei war. Ja, ich hatte auch gehofft, sie würde sich den Abend frei nehmen. Na, sie hatte sicherlich viel zu tun. Tschüss. Tschüss. Auf die Familie. Es freut mich, das von dir zu hören. Auf die Familie. Susanne, hallo. Ja, es tut mir leid, ich kann nicht vorbeikommen. Ich habe hier noch jede Menge zu arbeiten. Sorry, bis dann. Ich dich auch. Tschüss. Na, ist etwas später geworden in der Holding? Warum hast du mich nicht angerufen? Wovon redest du? Vater hatte wieder einen Schwächeanfall. Aber Carla, ich weiß doch, dass du dir wieder nur unnötige Sorgen gemacht hättest. Mir ist doch klar, wie viel du als frischgebackene Holding-Chefin um die Ohren hast. Ach so. Jetzt wird mir einiges klar. Deswegen hast du so großzügig auf Vaters Nachfolge verzichtet. Damit du mich hier aus dem Weg hast und dich bei ihm einschleimen kannst, ja? Oh, Schwesterchen, jetzt wirst du aber wirklich ungerecht. Du wolltest doch unbedingt auf diesen Posten. Den werde ich auch behalten. Darauf kannst du Gift nehmen. Carla... aus irgendeinem Grund habe ich den Eindruck, ich kann es dir einfach nicht recht machen. Erst hast du mir vorgeworfen, ich hätte zu wenig Familiensinn, jetzt ist es dir auch nicht recht. Ich finde, etwas mehr Dankbarkeit kann ich schon erwarten. Ja, das wäre dann auch das erste Mal, dass du etwas nicht aus Berechnung getan hättest. Tja, Menschen ändern sich. Nein, manche Menschen ändern sich nie. Das weiß auch Vater. Und dem wirst du nicht lange was vormachen können. Abwarten, Schwesterchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir? Danke, bestens. Freut mich. Hättest du einen Moment für mich? Ich bräuchte ein paar Hintergrundinformationen. Es geht um die Schönberger AG. Hat das ein bisschen Zeit, Carla? Ich möchte Ansgar die Freude machen und bei seiner beiden Verkostung vorbeischauen. Also, bis später. Johannes. Charlie. Hallo. Frau Dr. Bentham, Frau Schneider. Da habe ich ja alle meine Wohltäterinnen um mich herum versammelt. Charlie, ich habe mir Ihren Vorschlag noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Die Meinung von Dr. Weiß zu meinem Fall sollte ich mir zumindest anhören.
Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, noch einen weiteren Arzt zu konsultieren. Was habe ich denn zu verlieren? Zumal sich Frau Dr. Bentheim in Zukunft nicht mehr so um mich kümmern kann. Ich hatte doch gesagt, ich möchte dass nicht... Dass du nicht gestört werden möchtest, ich weiß. Und deine Sekretärin hat mir auch verraten, dass du keine Mittagspause machst. Danke. Sushi. Ja, vom Papier allein kann man nicht leben. Dein Vater ist bestimmt stolz auf dich. Schön wär's. Schließlich mache ich das doch hier alles nur für ihn. Damit sein Lebenswerk in seinem Sinne weitergeführt wird. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, der Einzige, der davon profitiert, ist Ansgar. Wie meinst du das? Während ich hier kein Land sehe, spielt er sich immer weiter an Vater ran. Ach, du meinst, deswegen hat er bei der Wahl des Nachfolgers für dich gestimmt? Ansgar gibt sich nicht so einfach kampflos geschlagen. Der plant irgendeine Gemeinheit, um mich dann doch noch bei Vater auszuboten. Amelie, ich dachte, du hast einen Notfall. Dein Sohn musste etwas falsch verstanden haben. Mein Forschungsauftrag beginnt früher als geplant. Was? So plötzlich? Ich verstehe nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich kann es nicht anders einrichten. Aber ich weiß dich ja zum Glück in guten Händen. Ich werde mein Bestes tun, Frau Kollegin. Dann wünsche ich dir alles Gute, Amelie. Danke. Das wünsche ich dir auch. Ich muss los. Moment. So einfach kommen Sie mir nicht davon, Frau Doktor. Dieser Doktor Weiß wird mein Vater jetzt untersuchen. Und Sie werden mir jetzt einen diskreten Kollegen nennen, der mir aus dieser ganzen Sache wieder raushilft. Ich fürchte, da müssen Sie sich jetzt selbst etwas einfallen lassen. Oder glauben Sie, ich führe eine Kartei mit Kollegen für kriminelle Spezialfälle? Na, vielleicht sollten Sie das ja. Denn ansonsten sehen Sie von mir keinen Cent. Wissen Sie was? Auf Ihr dreckiges Geld verzichte ich gerne. Ach, dann geh doch zum Teufel. Ja, vielen Dank, dass Sie noch einen Moment Zeit für mich haben. Konnten Sie denn was für meinen Vater tun? Eigentlich darf ich Ihnen ohne Rücksprache mit dem Patienten keine Auskunft geben. Herr Doktor Weiß, ich bin mir sicher, dass mein Vater nichts dagegen hätte, wenn wir miteinander reden. Er ist, wie Sie ja wissen, schwer krank und ihm bleibt wohl nicht mehr viel Zeit. Ich will einfach, dass er diese Zeit so angenehm wie möglich verbringt. Versprechen kann ich leider nichts, zumal... Ja? Die Iris-Diagnose deutet zusätzlich auf eine Vergiftung hin, was eine effektive Behandlung erschwert. Gift? Übermäßiger Genuss von Nikotin und Alkohol wären auch eine Möglichkeit. Alkohol? Hat Ihr Vater... Sie meinen, ob er damit ein Problem hat? Also er würde das natürlich selbst nie zugeben. Seine Weinfahne ist mir nicht entgangen. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich werde meine Behandlung danach ausrichten. Ja. Du hier und nicht bei deinen Geschäftspartnern? Ach, das sind so nette Zeitgenossen. Die haben gesagt, dass ich unbedingt mal nach meiner Freundin schauen sollte. Die werden mir immer sympathischer. Da schaut ihr was. Wahre Liebe gibt es auch unter Frauen. Sollten wir uns nicht besser ins Taxi setzen? Ach, das ist doch viel zu unbequem. Ich hätte da ein weiches Bett anzubieten. Und es hat dir zufällig auch was zugeflüstert? Ja, dass es sich ohne uns so einsam fühlt. Dann sollten wir schnellstens was dagegen unternehmen. Ja. Ja, bitte. Störe ich? Nein, komm rein, Nico. Du hast doch bestimmt ein paar alte Schinken über Goethes Faust. Da stehe ich nur nicht, armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Ich habe da sicher einiges. Also... Eine Biografie
einen Briefwechsel mit Schiller. Also mir würde eigentlich ein Buch mit Inhaltsangabe und Charakterisierung reichen. Hier, ein Handbuch zu Goethe. Zusammenfassung des Werkes, Entstehungsgeschichte, die Figuren. Das ist ja cool. Ja, das glaube ich auch. Das könnte ganz nützlich sein. Nein, ich meine nicht das Buch, ich meine das Foto. Woher hast du das? Aus der Ausstellung. Schneiders. Und wo willst du es hinhängen? Vielleicht in die Halle neben Ritter Kunibert, damit er auch mal was zu gucken hat? Ich weiß noch gar nicht, ob ich es überhaupt aufhänge. Das wäre mal was anderes als diese staubigen, öligen... Willst du es haben? Ich schenk's dir. Ja, cool. Danke. Also wenn heute Nachmittag alle so gut drauf sind wie du, wird das eine richtig lustige Runde. Ich bin gut drauf. Und ich freue mich auf das Treffen mit der Foto-AG. Endlich neue Leute mit dem gleichen Hobby. Also besonders begeistert wirkst du aber trotzdem natürlich nicht. Ich ziehe mir gleich mein Clownskostüm an. Zufrieden? Elisabeth Paul ist Praktikant, kein Juniorchef. Er arbeitet in einer renommierten Firma. So, Paul, gehen wir gleich in die Stadt? Das ist doch völlig übertrieben. Lass das mal meine Sorge sein. Also, ich schau mal nach unter meinen Anzügen. Die tun's auch. Die kann man umschneidern. Ach, das kann unmöglich dein Ernst sein. Wieso nicht? Sind alles Qualitätsstoffe. Wir können Paul sehr gut einen Anzug kaufen, ohne dass Brandner Bau gleich Konkurs anmelden muss. Kann ich das nicht einfach mit Susanne abklären? Ich wollte sowieso mit mir Klamotten kaufen gehen. Susanne hat überhaupt keine Zeit für sowas. Genau. Job, Familie, eine neue Beziehung. Vor allem die neue Beziehung. Kaspert das mal unter euch ab. Ich bin oben. Also, ich spreche mit Susanne. Ja. Kann ich euch noch bei den Vorbereitungen helfen? Alles fertig, danke. Ja. Okay, jetzt ist alles klar. Du hast doch ein Problem mit deiner Mutter und Carla, ne? Quatsch. Das ist völlig in Ordnung. Das hat sich gerade aber ganz anders angehört. Dann hast du da was falsch verstanden. Ich gehe mal dann die Getränke aus dem Keller holen. Kannst du mir die Chips rüberstellen? Frau Schneider. Hallo Nico, schön, dass Sie uns mal besuchen kommen. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Eigentlich bin ich nur wegen der Ausstellung hier. Ah ja, die Nachwuchskünstlerin interessiert sich für die Konkurrenz. Ja, wie heißt der Künstler eigentlich? Henry Küster. Henry Küster. Ich habe bei Johannes ein Foto von Henry Küster entdeckt und ich muss sagen, der absolute Wahnsinn. Deshalb bin ich auch sofort hergekommen. Ja, ich muss sagen, schon lange hat keine Ausstellung mehr solch Furore gemacht. Sagen Sie... Ist Herr Küster auch manchmal persönlich hier? Ich würde ihn unheimlich gerne kennenlernen. Naja, Nico, es ist eigentlich ein Geheimnis, aber ach, Ihnen kann ich es doch verraten. Der Künstler ist tatsächlich hier, beziehungsweise die Künstlerin. Henry Küster sitzt da. Das gibt's doch nicht. Lisa. Ah, Frau Kepler, wissen Sie, ob Susanne Brandner bei meiner Schwester ist? Die beiden sind in der Wohnung der Gräfin. Danke. Und, was hast du jetzt davon? Ganz einfach, ich gehe jetzt das Objektiv holen, während du deiner Mutter einen Besuch abstattest. Spinnst du? Wieso? Dann kannst du deiner Mutter endlich sagen, wie blöd du es findest, dass sie nichts gesagt hat. Nicht auf. Bitte schön. Wie komme ich denn zu der Ehre? Darf man das nicht, wenn man verliebt ist? Ich liebe Seide. Woher wusstest du das? Inzwischen habe ich dich schon öfters als einmal in Unterwäsche gesehen. Danke, bitte. Weißt du was? Irgendwann reisen wir zusammen die Seidenstraße, ja? Ja. Susanne? Allein in Shanghai braucht man 2 Wochen, bis man alles gesehen hat. Und von da aus reist man dann mit dem Zug durch China? Zum Beispiel.
Stell dir das mal vor. Die chinesische Mauer, die Terrakotta-Armee und die ganzen Klöster. Ich muss es unbedingt mal sehen. Ich würde am liebsten sofort die Koffer packen. Okay. Du packst, ich rufe im Reisebüro an und morgen sitzen wir im Flieger. Da gibt's leider nur ein kleines Problem. Weißt du, es ist so lächerlich. Dann hängt dieser neue Anzug jahrelang im Schrank rum. Ach, Papa, dir geht's doch gar nicht um den Anzug. Dir passt es nicht, dass Elisabeth eine Entscheidung ohne dich und gegen deinen Willen gefällt hat. So ein Quatsch. Wie kommst du denn auf sowas? Na, zwischen euch herrscht doch immer noch Eiszeit. Nur weil Elisabeth Janas Geld in ihre Firma investieren will. Jana hat dieses Geld nicht mit irgendeinem Job verdient, sondern durch Prostitution. Ich begreife nicht, wie jemand so etwas akzeptieren kann. Ich muss zur Baustelle. Ach, apropos Baustelle. Ich brauche einen väterlichen Rat. Lisa. Seit sie weiß, dass ich mit Carla zusammen bin, macht sie einen Riesenbogen um mich. Und redet nur noch das Nötigste mit mir. Es belastet mich. Ich würde gerne mit ihr darüber sprechen. Ob du im Moment die Richtige dafür bist? Ich hoffe, sie findet in der Foto-AG ein paar Freundinnen. Mit denen kann sie dann über all ihre Probleme reden. Ja, vielleicht bringt das was. Ja, vielleicht. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hi zusammen. Hallo. Mensch, hier ist ja richtig was los. Das ist meine Mutter. Hallo. Ich habe für alle Eis mitgebracht. Was für ein Service. Also von mir aus können wir die Treffen jetzt immer hier machen. Das Objektiv war doch bestimmt ziemlich teuer. Hat mein Vater bezahlt. Manchmal packt ihn das schlechte Gewissen, weil er so wenig Zeit hat. Bin halt ein typisches Scheidungskind. Ich mach mal schnell auf. Hi. Hi. Oh, sorry, dass ich zu spät bin. Kein Problem. Wir sind noch beim Warm-up. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Hallo. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich mir eben zu Weihnachten ausgesucht habe. Eine geniale Fotosoftware. Wir haben sie natürlich gleich bestellt, weil sie total gefragt ist. Hallo. Möchtest du auch ein Eis? Das ist meine Mutter. Das ist deine Mutter? Kennen wir uns? Ich habe sie heute Morgen am Taxistand gesehen. Das ist gut möglich, ja. Echte Liebe gibt es auch unter Frauen. War ja nicht zu übersehen. Deine Mutter ist lesbisch. Boah, ist ja krass. Wow.